Dann wollen wir doch heute mal versuchen, unser Badezimmer einzurichten. Bin gerade noch mal in den Garten gegangen, noch so ein bisschen rund ums Haus gelaufen, ob dann sonst noch irgendwas anfällt. Denn mir ist aufgefallen, bevor wir das jetzt weitermachen mit dem Badezimmer, also erstmal ist mir aufgefallen, dass wir viel zu viele Fliesen haben. Wir haben etliche Fliesen über. Mal wieder völlig verschätzt mit der Anzahl an Fliesen, die wir tatsächlich brauchen. Also das ist viel zu viel. Ah, der Sonnenschirm, der macht sich hier echt richtig cool. Spendet auch richtig reellen Schatten, wenn man das hier richtig sieht. Ist schon sehr nice. Übrigens, vor uns in dem Kessel sind zwei Hühner. Ich habe eben gedacht, wo kommt das Gegackere her? Also Hühner im Kessel finde ich ja generell immer sehr schön, aber dann mag ich es doch lieber, wenn die auch essfertig sind. Ich weiß nicht, wieso sie da jetzt reingehüpft sind. Keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich ein Herz für Hühner, deswegen lasse ich die jetzt einfach mal leben. Sollen sich in dem Kessel da vergnügen. Und wir versuchen nochmal irgendwie unsere Hängepflanzen so ein bisschen hier an Mann zu bringen. Hier ist noch eine Fackel, weiß ich auch nicht. Dann müssen wir die Pflanze wahrscheinlich doch ein bisschen höher hängen. Hängen wir die einfach mal dahin. Dann hat die auch ihren Platz hier im Garten gefunden. So, direkt über der Fackel. Ein bisschen komisch aus, ne? Also, ich glaube, die müssen wir daneben setzen. Das ist so ein bisschen doof. Schön in die Ecke. Alles ausleuchten. Also auf Dauer müssen wir sowieso noch mit dem Garten so ein bisschen weitermachen, dass wir das so ein bisschen fortschrittlicher noch gestalten. Hier stehen immer noch Fackeln. Eigentlich diese ganzen Fackeln, die hier immer noch sind eigentlich Sachen aus alter Zeit, also aus der Frühphase dieses Spiels, aus der Frühphase dieser Welt. Mit Fackeln arbeiten wir ja eigentlich kaum noch, wenn es um unsere Heimat hier geht, um unser Haus hier geht. Überall hängen Lampen in jedem Raum. Fackeln sind hier aus dem Haus eigentlich komplett verbannt worden. Die müssen hier oder fast komplett verbannt worden. Da oben sind noch welche. Aber wir haben eigentlich so gut wie keine Fackeln mehr hier. Und eigentlich möchte ich hier rund ums Haus im Grunde genommen überhaupt keine Fackeln mehr haben. Die haben wir sowieso, wenn wir außerhalb uns bewegen, außerhalb unserer Heimat, haben wir die häufig genug. Aber jetzt geht es erstmal um das Badezimmer. Gehen wir mal eben runter. Ich habe das schon mal so ein bisschen abgecheckt hier. So, Badezimmer ist dann gleich hier. Wir brauchen, ach ja, übrigens, was unsere Farbtöne angeht, ich wollte jetzt gerade noch mal auf den Acker laufen, um vielleicht noch ein bisschen Kakteen zu holen, dass wir noch ein bisschen mehr Kaktusgrün haben. Aber das brauchen wir gar nicht. Also alle Items können wir auswählen, die es hier gibt. Denn der Anteil an Grün ist immer sehr gering, auch an Rot und Blau. Man braucht eigentlich immer nur jeweils eine Einheit oder auf alle Fälle wenige Einheiten. Hier braucht man vielleicht mal zwei, da braucht man zwei, da braucht man wieder nur eine. Also es ist schon recht cool. So, einmal Toilettenpapier. Einmal Taschentuchbox. Wir nehmen jetzt auch alles mit, was wir hier so haben. Oh nein. Badelaken. Handtuch. Badelaken nehmen wir einmal mit. Dann nehmen wir einmal Handtuch mit. Toilette. Gibt es jetzt auch keine Auswahl hier zwischen verschiedenen Toiletten, ne? Moment, eine Toilette. Ein Toilettenrohr. Okay, nehmen wir mal das Toilettenrohr. Nehmen wir mal einen Spülkasten. Ein Duschkopf. Also wir brauchen eigentlich alles, was jetzt hier. Duscharmatur brauchen wir. Seifenhalter brauchen wir. Jetzt kommt's, das habe ich letztes Mal falsch gemacht. Es gibt zwei Waschbeckenarmaturen, nach außen gerichtet einmal und einmal nach innen gerichtet. Kann man jetzt ein bisschen schlecht lesen. Warte mal, kann man nicht mal irgendwas eingeben? So, dann sieht man das besser. Wir brauchen die Waschbeckenarmatur nach innen gerichtet. Sonst sieht's kacke aus. Das Waschbecken an sich natürlich auch. So, wir haben immer noch 95 Grün. Wunderbar. Badewannenarmatur. Okay, wir haben eine Badewannenarmatur, aber keine Badewanne, stelle ich gerade fest. Ich mache die erstmal fertig hier. Badewannenarmatur, Toothbrush Case. Wieso haben wir keine Badewanne? Habe ich die jetzt übersehen? Nee. Und eine Saugglocke. Wieso haben wir jetzt keine Badewanne hier? Die wird ja jetzt auch nicht irgendwo anders drin sein. Filter mal eben raus. Bade. Wanne. Komisch. Müssen wir uns die Badewanne irgendwo anders herholen? Haben wir die vielleicht da oben in unseren normalen Items? Das glaube ich bald nicht. Wamme. Wanne. Ja, toll. Bade.
Weder Bade noch Wanne ist da. Bath vielleicht? Gibt's da was? Ja toll, Bathroom, Sign Female und Male und was gibt's noch? Gibt's auch ein drittes Geschlecht oder was? Bathroom Sign, das ist wohl allgemein. Obwohl offiziell gibt's ja jetzt ein drittes Geschlecht, ne? Laut Gesetz gibt es ja drei Geschlechter, jetzt ist ja letztens irgendwann entschieden worden. Ich glaube, das ist in diesem Spiel noch nicht berücksichtigt. So, also, gehen wir mal eben hier rein. Ah, mit der Lampe, das ist auch mir hier viel zu dürftig, viel zu dunkel. Das schreit geradezu nach Wandlampen. Aber lass uns erstmal das hier so einrichten. Ich hänge hier nochmal, stelle nochmal irgendwo ein paar Fackeln. Obwohl, Fackeln? Fackeln kann ich jetzt gar nicht mehr aufhängen, stelle ich gerade fest. Oder aus größerer Entfernung vielleicht? Ah, aus größerer Entfernung geht es noch. Aber lass uns erstmal... Ich habe immer so ein bisschen Angst, dass eventuell hier irgendwas spawnen könnte. Deswegen erstmal hier eine Fackel und da auch nochmal eine. Damit wir hier auf jeden Fall den Raum erstmal hell genug haben. Die Ecken sind jetzt ein bisschen dunkler, aber ich glaube, das wirkt jetzt auch ein bisschen so, weil die Fliesen so weiß sind. Da sind die Lichtverhältnisse ziemlich sensibel, sage ich jetzt mal so. Okay, also ich würde jetzt gerne mit der Badewanne anfangen, aber die haben wir ja nicht. Also fangen wir mit dem, mit der Toilette an. Toilette, wo stellen wir die denn mal hin? Wenn man jetzt schnell muss, man kommt hier jetzt so rein... Wo wird man am ersten hinlaufen? Hier vielleicht? Toilette, Toilette, Toilette. Oder wollen wir die besser hier hinstellen? Ah, schräg kann man die auch setzen. Sehr schön. Aber ich würde sie gerne gerade setzen. Na, Moment mal, wenn wir hier... Ja, toll. Da, weißt du was? Wir gehen mal eben schlafen. Bei Tag ist das irgendwie nicer. Wir schlafen jetzt auch bei Licht. Da sind wir ja völlig unempfindlich. Und raus. Ja, viel besser, viel besser. Also, wenn wir hier die Toilette nutzen, hier könnte man auf Dauer noch eine Badewanne hinsetzen oder setzt man die am besten dahin? Ich weiß es nicht. Schwierig, schwierig, schwierig. Ich setze jetzt einfach mal dahin. So, also, was brauchen wir denn sonst noch so? Waschbecken. Das sollte idealerweise in der Nähe der Toilette sein. Einfach mal hier. Obwohl, weißt du was? Irgendwie gefällt mir das nicht. Weg. Da kommt die hin. Natürlich nicht mitten in den Raum, sondern an den Rand. Wo ist sie jetzt? Ich sehe sie nicht. Hallo Toilette, wo bist du? Wo bist du? Da oben. Sie ist so klein, sieht man so schlecht. Es ist teilweise echt schwer zu setzen, das Ding. Ich würde die jetzt gerne... So. Okay. Toilettenpapierhalter muss natürlich dann... da sein. Seifenhalter. Kann man machen. Ich glaube, von der Aufteilung her ist es ganz okay. So. Toothbrush Case. Aufs Wasch... Moment. Erstmal machen wir das Waschbecken fertig. Und die Toilette. Haben wir beides hier. Duscharmatur brauchen wir noch nicht. Waschbeckenarmatur nach innen gerichtet. Ist auf jeden Fall das Richtige. Hoffe ich jedenfalls. So, wieso geht das jetzt nicht? Manchmal... Ah, okay. Alles klar. Haben wir auch. Kann man jetzt eigentlich noch irgendwas auf das Waschbecken draufstellen? Nein, kann man nicht. Wenn das fliegt jetzt in der Luft, wenn ich das hier setze. Das ist nicht so toll. Das bedeutet, um bestimmte Möbelstücke kommen wir nicht herum. Wir müssen ja einige Sachen auch für diese Taschentuchbox müssen wir da noch irgendwas haben. Aber was wir auf jeden Fall machen können, ist den Duschkopf gleichzusetzen. Aber wie gesagt, zuerst setzen wir mal die nötigsten Dinge. Und zwar den Spülkasten und das Toilettenrohr. Jetzt müssen wir mal eben gucken. Also am idealsten wäre es, wenn der Spülkasten direkt über der Toilette hängt.
Da haben wir jetzt auch schon ein Toilettenrohr. Da ist ja schon eins. Da brauchen wir nicht nochmal eins setzen, denke ich mal, oder? Da ist doch eins. Oder ist das jetzt nur Szenerie? Wieso kann ich denn jetzt hier nochmal eins setzen? Huch. Ja, wunderbar. Ich sitze auf dem Klo. Ich muss aber jetzt gar nicht. Ich muss nicht. Ah, das Ding kann man setzen, wenn man diesen Spülkasten woanders hinsetzt. Dann ist das nötig. Aber jetzt ist das eigentlich gar nicht nötig. Also reicht es so aus. Kann man eigentlich den Deckel runterklappen? Nee, man kann man nicht. Man kann also nur... Man kann sich nur draufsetzen mit Rechtsklick. Das Ding bleibt also quasi offen. So, diese Saugglocke stellen wir nochmal neben die Toilette oder irgendwo hier hin. So. Wenn mal was verstopft ist, dann haben wir sofort das nötige Material. So, Duschkopf. Eigentlich brauchen wir noch so eine Dusche, ne? Die haben wir auch nicht im Inventar. Die würde ich jetzt... Ja, toll. Sehr intelligent am Fenster zu duschen. Da müssen wir vielleicht nochmal Gardinen vorhängen. Allerdings... Könnte man die Dusche auch hier machen? Könnte man. Ist das hoch genug? Ja. Ja, wunderbar. Wir können doch super duschen damit. Das geht doch ganz hervorragend. Badewannenarmatur. Ja, wenn wir keine Badewanne haben, brauchen wir das auch nicht. Aber Duscharmatur brauchen wir noch. Und die Handtuchhalter, die können wir auf jeden Fall auch setzen. Jawohl. Heiß und kalt. Badewannenarmatur? Nein, will ich nicht. Handtuch will ich. Das kommt auch weg. Badelaken und Handtuch, beides können wir hier verwenden. So, das ist rot. Ne, Moment, das Handtuch muss ans Waschbecken. So machen wir es. Ich weiß, wie wir es machen. Wir machen was. Badelaken kommt hier hin. Hier kommt das Badelaken hin. Und hier, wenn noch Platz ist, irgendwie ist das hier ziemlich voll, würde ich gerne das Handtuch noch irgendwo unterbringen. Aber da ist jetzt schon der Seifenhalter. Wo packe ich das denn? Hier? Auf dem Boot will ich das auch nicht haben. Och nö. Och nö. Wo hänge ich das denn jetzt mal hin? Toll, jetzt habe ich da keinen Platz für, oder was? Das ist mir zu hoch. Da will ich das jetzt auch nicht haben. Das ist ja doof. Das ist ja jetzt irgendwie doof. Oder man setzt das Waschbecken ein bisschen weiter nach hier. Dass man dann hier den Handtuchhalter hat. Aber dann haben wir wieder den Seifenhalter nicht richtig. Weil den müssen wir ja auch immer anbringen. Und man kann das immer nur am unteren Ende des Blocks setzen. Also den kann ich nicht an eine andere Stelle setzen. Schade irgendwie. Schade irgendwie. Ich nehme den Seifenhalter nochmal eben runter. Ob man den noch irgendwie anders setzen kann. Aber ich bezweifle, dass es geht. So, Seifenhalter, Handtuchhalter. Beide Sachen. Oh, dieses Gekacke geht mir voll auf den Keks von den Hühnern. Wir sind hier, ich habe das schon geahnt, als wir dieses Haus, als wir diesen Anbau gemacht haben, dass wir zu nah an den Hühnern sind. Also bis hier hört man die nämlich nicht. Und hier fängt das dann an mit dem Gegackere. Also die Hühner müssen da unten auf Dauer weg. Das geht mir echt auf den Keks. Ich meine, so oft sind wir nicht im Badezimmer, aber wenn wir da mal sind, weißt du was? Wir packen den jetzt hier hin. Dann kann der gleichzeitig für die Dusche genutzt werden. Ist mir jetzt egal. So, dann können wir nämlich hier den Handtuchhalter schön hinhängen. Dann haben wir das jetzt so gelöst. Ich glaube, das ist ganz okay. Wenn wir noch mal eine Badewanne bauen, dann ändert sich das sowieso alles wieder. Ich stelle gerade fest, dass dieses Badezimmer mega groß ist. Wir müssen also unbedingt noch Möbel reinbringen, die irgendwie dazu passen. Wollen wir noch mal eben gerade gucken, was es unten noch gibt. Haben wir jetzt alles gesetzt? Also das können wir noch nicht setzen. So, die Fliesen packen wir jetzt erstmal weg. Ich glaube, die brauchen wir jetzt zunächst erstmal gar nicht. Also weg damit. Die sollen sich erstmal einsortieren. Das brauchen wir noch. Toilettenrohr brauchen wir wahrscheinlich nicht. Da weiß ich noch nicht so richtig, wo ich das hinpacken soll. Ich glaube, das craften wir einfach mal zurück. Genauso wie die Badewannenarmatur. Können wir auch erstmal wieder zurückcraften. Die nimmt sonst nur Platz weg. Also, weg mit der Badewannenarmatur und weg mit dem Toilettenrohr. Und jetzt schauen wir mal, ob wir möbeltechnisch irgendwas... Ich gebe mal einfach mal Möbel ein. Was kommt denn da?
Gar nichts, auch sehr schön. Was ist das denn? Schildmöbel, ja toll. Hervorragend. So, Lampen, Betten. Hier ist was Schrankähnliches. Nachtschrank. Aber da muss doch noch viel mehr geben. Ah, cool, Himmelbett. Himmelbett brauchen wir nicht. Wir schlafen auch in unserem normalen Bett sehr gut. Newton-Pendel. Oh, Hühner, haltet die Klappe. Kredenz rechts, Holztisch. Sieht mir nicht so badezimmermäßig aus, ne? So ganz badezimmermäßig ist das jetzt hier nicht, würde ich sagen. Toaster, Schiebkarre, das ist alles wohnzimmermäßig. Also ich bin jetzt bewusst nicht auf Raum, auf diese Rubrik hier gegangen, sondern ich möchte jetzt einfach alles sehen, was wir haben. Schrank. Ja, Schrank, klar. Ich kann einen Schrank ins Badezimmer stellen. Was sieht der denn aus? Was braucht der eigentlich? Grün 4. Grün ist ja immer die kritische Farbe hier bei uns, im Moment jedenfalls. Toilettentisch. Okay. Das ist schon mal nicht schlecht. Anrichte, Schrank, Urne. Was ist da? Grün 2. Wir machen mal so einen Toilettentisch erstmal. Toilettentisch. Einfach diesen Schrank auch nochmal. Keine Ahnung. Urne. Ventilator. Deckenventilator. Auch nicht verkehrt. Für die Küche vielleicht? Für die Küche wäre das sicherlich nicht ganz verkehrt. Buchstütze. Okay, was haben wir hier? Archivbox, Schreibtisch. Das sind im Grunde genommen auch keine schlechten. Aber das ist mehr so Küchenmöbelmäßig, was wir hier haben. Denke ich mal. Ah, Weinregal, cool. Glas. Ich stell mal sowas hier her. Eine Kommode. Ob die aussieht. Dresser. 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 Ah, weiß ich nicht. Dresser fürs Badezimmer? Nee. Ich habe jetzt so gesagt, irgendwie zum Schönmachen, so. Haaremäßig. Was ist das denn? Dollhaus. Puppenhaus. Ah, passt auch nicht so zum Badezimmer, ne? Puppenhaus. Kitchen Shelf. Broom-Kabinett. Ah ne, Besen, das ist für ein Besen, ne? Broom heißt Besen. Ne, lass mal. Können wir ja mal mitnehmen. Mal gucken, wie das aussieht. Ist ja egal. Wir müssen uns ja nicht strikt daran halten, mit welchen Räumen das vorgesehen ist. Wenn es passt, dann passt es einfach. Was ist das denn hier? So, das sind jetzt aber ganz klar Küchenutensilien, Küchengeräte. Moment, das sind ein bisschen hellere. Fridge. Oh cool, Kühlschrank. Fridge. Broom, Broom, Broom. Ich meine, so hellere Möbel für das Badezimmer wäre jetzt auch nicht ganz verkehrt. Briefkasten. Haha, ein Briefkasten, den will ich auch haben. Den stellen wir gleich draußen hin. Ich habe mich übrigens sehr gewundert. Ich bin spaßeshalber mal ein paar Folgen zurückgegangen. So ungefähr ein Jahr von den ganzen Folgen, die wir jetzt seit Beginn von Life in the Woods, Allein in der Wildnis. Früher hieß es noch nicht Allein in der Wildnis, sondern einfach nur Life in the Woods. Ich bin mal so ein Jahr zurückgegangen, also Anfang 2017, jetzt haben wir Ende 2017, Anfang 2017 kamen wir gerade von unserer großen Reise zurück und mir ist bewusst geworden, dass wir seit fast einem Jahr keine große Reise mehr gemacht haben. Also die Zeit vergeht echt wie im Fluge und ich glaube, wie gesagt, ich habe das schon ein paar Mal angedeutet, so eine große Reise steht auf Dauer ja wirklich noch an und ich denke nach, wenn wir ein Jahr lang reisetechnisch nichts gemacht haben oder nur Kleinigkeiten, dann ist das wirklich mal fällig. Und da müssen wir tatsächlich mal was machen. Aber cool war's. Ich habe mir die Folge angeguckt. Folge 238. Lass mich lügen. Weiß ja nicht genau. Da habe ich mir einfach mal angeguckt, wie unser Haus hier aussah, als ich zurückgekommen bin. Als wir zurückgekommen sind. Und ich musste echt total lachen und war gleichzeitig erstaunt, wie viel wir eigentlich geschafft haben. In dieser ganzen Zeit. In diesem einen Jahr, wo wir jetzt wieder zu Hause oder im Umkreis des Hauses waren. Ist wirklich gewaltig. Das fängt bei dem Feld draußen an, dass wir dann noch ein bisschen Fläche geschaffen haben für unsere Pflanzen. Das ging weiter über das Blumenhaus, das wir gebaut haben mit dem automatischen Schubfachsystem. Dann haben wir hier
im Keller komplett umgestellt auf automatisches Schubfachsystem. Und letztendlich haben wir dann das Haus hier komplett erneuert. Die ganze Sache mit Atlantis, die lange gedauert hat, wo wir wirklich gründlich geforscht haben. Ich hoffe bis heute, dass wir alles gefunden haben. Ich bin mir nicht sicher. Aber das ist schon ganz schön, was wir da geschafft haben. So, weißt du was? Top-Kabinett. Dieses Top-Kabinett könnte irgendwie... Könnte irgendwie hier stehen. Oder... So, Toilettentisch kommt zur Toilette. Oder... Passt der hier hin? Hier in die Ecke? So, da stellen wir den hin. Ah, toll, das Fenster ist im Weg. Nein, das können wir nicht tun. Auch wenn das jetzt von der Farbgebung nicht so passt. Wie sieht der Schrank denn hier eigentlich aus? Nein, der passt definitiv. Oh Gott. Eigentlich ein ziemlich cooler Schrank. Kann man da was reintun? Kann man da was reintun? Nice. Nice. Mir fällt gerade ein, dass ich das schon mal gesehen habe. Und zwar bei Live in the Woods Together. Andere Spieler, die auf unserem Server spielen, haben das alles schon ausprobiert. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das passt definitiv nicht zum Badezimmer. Was aber zum Badezimmer passt, passen könnte, ist dieses Ding. Auch wenn es ein bisschen antiquiert aussieht, aber glücklicherweise, muss ich ja sagen, glücklicherweise ist der Klositz hier aus Holz, der Toilettensitz. Und deswegen passt das schon wieder. Deswegen kann man das so lassen. Auch da kann man was reinpacken und nicht wenig. Und was wir natürlich jetzt auch machen können mit unseren ganzen Utensilien, ich würde sehr, sehr gerne jetzt diesen Toothbrush hier draufstellen. Hä? Achso. Alter, was sind das für überdimensionale Zahnbürsten? Was muss man da für eine große Fresse haben, um sich mit den Dingern, Entschuldigung, aber mit diesen Dingern die Zähne zu putzen? Was für große Münder? Was für ein Mund hab ich denn? Was für ein Mund habe ich, bitteschön? Und mit diesen Zahnbürsten, das ist was für Fridolin, wenn der sich die Zähne putzen will. Fridolin, ich habe eine Zahnbürste für dich. Ich habe eh drei Stück, zwei zu viel. Ich brauche nur eine. So, das würde ich gerne auch nochmal ausprobieren hier. Das ist nämlich auch nicht ganz schlecht. Wie sieht das Ding denn aus? Ah, okay, nee, das ist so küchenmäßig. Steht hier auch irgendwie ein bisschen leicht über. Könnte man... Warte. Lass mich kurz überlegen. Wenn wir das Waschbecken versetzen... Wenn wir das Waschbecken versetzen. Lass uns mal eben ganz kurz was austesten. Ich würde gerne mal was ausprobieren. Nehmen wir auch wieder weg. Waschbecken versetzen. Wenn wir das versetzen. So, das geht zu der Seite. Dann müsste der Tisch eigentlich hier hin. Oder warte mal, wir brauchen das gar nicht versetzen. Lass uns mal eben ganz kurz hier checken, wie das aussieht, wenn man das hier hinbaut. Könnte man auch machen. Geht auch. Hat man sogar eine schöne Unterlage. Kann man auch was reinpacken. Allerdings wäre das ein Stilbruch, wenn man jetzt sieht, wie dieser Schrank hier aussieht. Wohl Top-Kabinett. Was ist das für ein Griff? Das ist wieder ein heller Griff. Das wären auch helle Griffe. Also so ein Bruch ist es eigentlich gar nicht. Und man hätte direkt eine Fläche am Waschbecken. Die Frage ist, hat man sowas? Braucht man sowas? Ist das besser als das Ding? Hier könnte man jetzt die Zahnbürsten draufstellen. Mit Shift. So. Zahnbürsten. Seife ist immer noch da. Und dann könnte man natürlich... Es soll jetzt auch nicht aussehen wie ein ganzes Sammelsurium. Ah, du merkst, es fällt mir ein bisschen schwer, das Ganze jetzt hier zu bewerkstelligen. Der Handtuchhalter, der eigentlich in der Nähe des Waschbeckens hängen müsste, passt jetzt hier wieder nicht hin. Ich hasse es so. Da geht's nicht hin. Da passt es nicht hin. Da soll's nicht hin. Da ist die Seife. Nein! Wir machen es so nicht. Es ist irgendwie... Der Handtuchhalter muss hier hängen, weil hier... Da wäre es zu nah an der Dusche, obwohl die könnte man auch noch weiter in die Ecke setzen. Ich weiß es auch nicht. So, der muss hier hängen bleiben, bedeutet,
das Ding nehmen wir nicht. Wir nehmen dieses Ding und setzen das wieder hier hin. Ich glaube, das ist doch die bessere Wahl. Es schließt ja auch direkt ans Waschbecken an. Der Schrank fällt raus aus unserer Wahl. Jedenfalls vorläufig. Ey, jedes Mal vergesse ich. So. Also ich bin ganz ehrlich, ganz glücklich bin ich nicht damit. Irgendwie... So, wollen wir mal den Besen, das Besending hier probieren, wie das aussieht. Ne. Definitiv brauchen wir das nicht im Badezimmer. Auch das fällt raus. Weg. Das fällt raus. Jetzt nur noch die Taschentuchbox. Nein! Nicht auf den Boden, bitte nicht. Eigentlich den Spülkasten benutzen? Nein, kann man nicht. Naja, jedenfalls. Jedenfalls können wir unser Geschäft verrichten. So. Ziemlich groß. Oh, ich wünschte, ich hätte so ein großes Badezimmer. Das ist voll groß. Das ist voll das Luxusding. Allerdings habe ich auch irgendwie angenommen, dass man in irgendeiner Art und Weise hier noch eine Badewanne unterbringen kann. Schade, schade, dass es nicht geht. Auch was die Dusche angeht, hätte ich mir gewünscht, dass man da irgendwie noch so eine abgeschlossene Kabine draus machen kann. Aber auch das ist nicht möglich. So, der Handtuchhalter ist fast zu nah an der Dusche dran, aber das ist mir jetzt auch relativ egal. Schade, 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 schade. Wir können auch mal runtergehen, ob wir da irgendwie noch was reinstellen können. Aber ich glaube, das Wesentliche haben wir jetzt. Nicht ganz einfach, nicht ganz einfach. Bei dieser großen Auswahl fällt es einem wirklich schwer, du merkst das, da das Richtige auszuwählen.